Willkommen hier aus Barcelona, wo wir ein unscharfes Bild haben, gleich wird es aber scharf, denn wir haben hier das HP Stream 8 Tablet im Bild. Und zwar ist das Schöne bei den neuen Tablets und Smartphones von HP, dass sie so einen 200 Megabyte Vertrag mit dabei haben. Heißt, im Monat können wir kostenlos bei den Geräten mit einem 3G-Modul oder 4G-Modul drin einfach im Internet surfen, ohne extra Kosten. Im ersten Jahr, glaube ich, und danach kostet das eventuell Geld. Lest euch da auf jeden Fall nochmal rein. Hier haben wir also das Stream 8 mit einem 4G-Modul für $180. Für $150 kriegst du das aber auch als WLAN-Version eventuell bald. 8 Zoll, wie der Name schon sagt, mit Windows 8.1 hier am Laufen. Ich kann hier gleich die Kamera aufmachen, wie ich gerade gemacht habe, auf der Rückseite. Aber was natürlich spannender ist, ist das reguläre Windows, was wir hier hoffentlich auch starten können. Genau. Dann können wir hier auch schon auf einem HD-Display, ist kein Full-HD in dem Fall, Windows 8 wunderbar benutzen, in einem relativ günstigen Tablet, wie gesagt, mit sogar auch vorne einer Kamera drin, die wir ausprobieren werden. 1 GB RAM, der Z3775 Prozessor, glaube ich, von Intel ist hier mit drin. Details dazu dann auch, wie gesagt, auf der HP-Webseite, beziehungsweise wir schauen uns jetzt mal hier kurz den Desktop an, der etwas versteckt ist. Wie ihr sehen könnt, auch hier die Icons nicht allzu groß, nicht allzu klein. Schaut ganz gut aus und man kann auch alles noch schön lesen mit der Schärfe und der Zoom funktioniert auch wie immer ganz schön. Hier natürlich die Windows-Taste auch, da können wir zwischen der letzten App hin und her wechseln, beziehungsweise es geht ja wie immer auch hier seitlich mit den üblichen Gesten, die man ja aus Windows vielleicht schon mittlerweile kennt, denn die 8er-Version ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Wir können hier den Explorer auch kurz aufmachen und wenn wir hier den PC rechts klicken, können wir unter Properties auch ein bisschen paar Informationen hier kriegen. Und zwar sehen wir hier 3735G Prozessor, 1 GB RAM, 32 Bit Betriebssystem und jetzt gehen wir einfach mal hier die Kamera anschauen, vorne und hinten, wie die Qualität ist. Die hintere haben wir eigentlich kurz gerade eben schon gesehen, dass sie wirklich sehr schön ist. Vor allem, wenn mein Finger hier sie nicht abdeckt. Sie soll natürlich benutzt werden dürfen. Und hier haben wir die hintere Kamera. Ich denke mal, das sind um die 5 Megapixel. Schaut ganz gut aus. Wobei ich glaube nicht, dass man das so oft benutzen wird. Und dann können wir hier noch die Kamera natürlich wechseln auf die vordere Kamera, wo wir dann entsprechend hier schön Selfies machen können. Skype-Videos oder ähnliches, dann auch mit der, ich glaube, VGA 1,3 Megapixel vielleicht Kamera. Dann natürlich die Hardware ist auch interessant. Wir haben hier einen relativ großen Akku, wie wir gleich zeigen werden, wenn wir die Rückseite machen. Oben ein Micro-USB-Anschluss zum Aufladen, einen Kopfhöreranschluss. Auf der anderen Seite nicht, beziehungsweise unten sogar zwei Lautsprecher, um Musik zu hören. Und dann der An- und Ausschalter und Lautstärkeregler auch hier. Also eigentlich so designt wie ein Android-Tablet. Auf der Rückseite dieses HP-ähnliche Design, was wir schon länger kennen, hier mit diesen schönen kleinen Glitzer-Elementen drin und dem Namen natürlich an der Unterseite. Und irgendwo an einer Ecke kann man das Ganze hier auch einfach aufmachen. Genau. Hier sehen wir dann, dass NFC hier noch verbaut wurde. Da ist der große Akku. Hier die Antenne für 4G. Hier kommt die SIM-Karte entsprechend rein, eine Micro-SIM. Und es gibt auch eine Micro-SD-Kartenslot, damit wir das Ganze auch Speicher erweitern können. Denn interne 32 GB Speicher ist natürlich für Windows-Anwendungen nicht immer ganz genug. Der Akku hat übrigens 4,0 Ampere, also 4000 mA, was sich auf 14,8 Wattstunden umrechnet. Made in China natürlich, wie immer alles mittlerweile. Und das war's auch schon mit dem kurzen Hands-on des HP Stream Tablet PCs hier auf der HP Discover 2014. Mein Name ist Balasch Gral. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.